Im Wechselbad der Gefühle an diesem Wochenende, gerade bei den Skirennen, standen unsere Freunde aus der Schweiz mit Equipechef Conny Notz an der Spitze. Heute strahlen sie wieder, denn ihr Viktor Stampfli wurde Zweiter im Grand Prix. Gestern gab es hingegen hängende Köpfe beim Nationenpreis. Viktor, heute hat deine Stunde geschlagen. Fast hätte es gereicht für den Sieg im großen Preis. Du wandelst ja auf die Spuren deiner großen Schwester. Ja, also meine Schwester auch gestern fast gewonnen. Ja, war gut, aber ja. Hast du jetzt den großen Preis schwer empfunden? Ja, er war schon schwer, aber das Pferd hat super mitgemacht und ja, sehr zufrieden eigentlich. Wo hast du deines Erachtens vielleicht jene letzten Sekunden liegen gelassen, die dir gefehlt haben, um ganz vorne zu stehen? In der Wendung habe ich ein bisschen zu wenig geritten, aber ja, sie war halt schneller und ja. Schweizer Einkehr. Victor, nochmal Gratulation. Conny Notz. Wechselbad der Gefühle an diesem Wochenende für die Schweiz. Hopp, dann flopp, dann wieder top. Ein kleines Resümee. Ja, gestern, eigentlich haben wir ganz gut gestartet ins Wochenende und dann gestern kam das große Erwachen oder die große Enttäuschung. Natürlich mit den zwei Stürzen und dann noch das Pferd mit dem Sehnenschaden, das nicht mehr springen wird, war gestern wirklich ein schlechter Tag. Und eigentlich konnte es nur noch besser kommen und so ist es gekommen. Ja, aber Conny, man hat jetzt gesehen, gerade gestern beim Nationenpreis, dass bei den Kindern wirklich die Nerven oft blank liegen. Dass Fehler entstehen, die normalerweise die Kinder, wenn sie individuell reiten, nicht machen. Auf jeden Fall. Ich denke, gestern war ein guter Parcours. Wir wollten auch eine Standortbestimmung machen für die EM. Ich fand, das war top gebaut, top gestellt. Und die Kinder müssen das auch reiten können. Unsere haben in der Schweiz auch 1,30 geritten. Also von der Höhe wäre es kein Problem gewesen. Aber man sieht einfach, die sind einfach andere, wenn sie Nationenpreis reiten. Sind das andere Kinder, die haben keine Nerven mehr. Und da muss man das ja auch üben und trainieren, das ist ganz wichtig. Und der Schweizer Team für die Europameisterschaften Komporter steht? Morgen. Das war wieder eine diplomatische Schweizer Antwort von Conny Notz, der Equipechef der Schweizer Eidgenossenschaft. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war es einmal vorläufig wieder.